Hi, hi, ich mach mal wieder was. Farbbomben bauen. Wie das geht, das zeige ich dir jetzt. Wir brauchen ein bisschen Mehl von der Kreide. Wie man die Kreide zerbröselt, nimmt man einfach so einen Stößel und tut es einfach so. Tut es einfach so ein bisschen klein mahlen. Ein steiger Faden und ein Stück Jersey-Stoff. So, und dann schneidet man den 20 auf 20 aus. So. So, die andere Richtung auch noch schneiden. So, dann hat man jetzt so ein quadratisches Stoffteil und da füllt man jetzt die Kreide rein. Ja. So, da füllt man es rein. So. Die gemahlene Kreide da rein, da kann man sich dann die Farbe raussuchen, wie man will. So, und dann tut man sich so, sagen wir mal, so also 30 cm Schnur abschneiden. Tut die Enden, dass die sich nicht sprösle, ein Knoten noch machen, so, und dann nimmt man die Enden, die vier Enden hoch, und dann nochmal jeweils dann die Ecken davon nochmal hochnehmen, und je nachdem wie voll man das füllt, umso schwerer ist der Sack, umso besser lässt sich das auch schmeißen. So, und dann tut man das Bändle einmal drumherum binden. So. Ganz fest zu. Und macht einfach einen Schlupf, dass man es später halt wieder aufbekommt. Auch ganz fest ziehen. So. Und schon hat man das Säckle. Je nachdem, das ist jetzt nur halb so voll, aber man kann das ja schon überfüllen hier. So, und das Ergebnis zeige ich euch gleich. So, und jetzt schmeißen wir uns mal die Farbbömmchen-Säckchen. So, und hier. So, und das Ergebnis. So, bei dem einen, der ist schon frisch, aber irgendwann geht das Mehl voll raus. Irgendwann durch diesen Stoff und dann... Blaue Farbbombe. Und der ist schon ein bisschen älter. Der geht schon sehr gut. So. Jetzt wisst ihr, wie sowas funktioniert. Eine Farbbombe bauen. Wenn dir das Video gefallen hat, abonniert doch meinen Kanal. Dankeschön.